Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich am Gut Steinbach im Reit in Winkel und ich stelle euch heute die hammergeilen neuen Chalets vor, denn ich schlafe in einem die nächsten Tage auf 804 oder in 804 besser gesagt. Und ich würde sagen, ihr folgt mir einfach und wir schauen uns einfach mal eine Runde um. Direkt jetzt hier links seht ihr den privaten Spa-Bereich mit einer privaten Sauna, einer entspannten Ruheliege. Aber auch im Winter ist es schön, wenn du aus der Sauna rauskommst und direkt durch die Terrasse raus in den Schnee gehen kannst. Hier in der Küche kannst du richtig geil kochen, wenn du willst, weil nebenan ist ja das Hotel und mit Restaurant, also eigentlich musst du gar nicht kochen, aber wenn du das Haus nicht verlassen willst, dein Chalet, hast du ja alles, Kühlschrank, sogar eine Spülmaschine ist hier mit drinnen. Und richtig cool ein Weinklimaschrank. Da trinkt man da gleich mal ein Gläschen. Lass uns doch mal in den ersten Stock drauf schauen, weil da sind die Schlafzimmer. Ich habe mein Bett für heute Abend gefunden. So, wir schauen jetzt mal zum Abendessen rüber ins Haupthaus. Und im Zuge dessen zeige ich euch mal die wunderschöne Umgebung hier rund um die Chalets. Hinter mir seht ihr jetzt das Haupthaus vom Gut Steinbach und hier auf der rechten Seite sind auch die Chalets. Aber wir gehen jetzt mal rein, denn da ist das Restaurant und da werde ich mir jetzt erstmal was richtig Leckeres zum Abendessen gönnen. Guten Morgen. Habt ihr auch so gut geschlafen wie ich? Ich hoffe doch, es war der Hammer. Muss aber auch zugeben, dass es natürlich unheimlich schön war, dass es gestern Abend noch geregnet hat und dementsprechend es auch sehr kühl draußen war. Aber das Bett war auch super bequem. Hat eben noch geduscht mit dieser tollen Rainshower. Am liebsten hätte ich jetzt noch weiter geschlafen, aber ist halt nicht, weil ich habe mir Frühstück bestellt und es sollte auch jeden Augenblick kommen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal so wie ich bin, so komplett ohne Haare gemacht, zum Frühstücken gehen und danach werde ich mal gucken, was so ein bisschen wellness-technisch hier los ist. Also, schauen wir mal. Morgen! Morgen! Ja, ihr habt das leckere Frühstück natürlich jetzt gesehen und ich habe natürlich jetzt nicht den ganzen Tag hier am Tisch verbracht, auch wenn das so gemütlich wäre. Aber nein, ich war den ganzen Tag Wellness machen und wenn ihr sehen wollt, was ich da gemacht habe, dann folgt mir unbedingt auf Instagram. Ich tue euch unten mal reinfügen, Markus Mensch Munich, folgt mir da, da gibt es tolle Insta-Stories und auch was ich hier alles erlebt habe und welche Bilder gemacht worden sind. Also Schluss mit mir, komme ich zu euch. Nämlich neben mir sind die Inhaber, die dieses Prachtstück oder die Prachtstücke besser hier gestaltet und erschaffen haben. Warum tut man sich das als Unternehmer eigentlich an? Leidenschaft. Leidenschaft. Ja, Liebe und Leidenschaft. Und wir haben ja mit den Egerner Höfen in Rottach-Egern vor nunmehr genau 25 Jahren, denke ich, eine bereits Ikone geschaffen in dem bayerischen Tourismus mit mittlerweile
ja, 130 Mitarbeiter, über 200 Zimmer und gehören ja zu den Besten in Bayern. Und der nächste Schritt war zu überlegen, Rottach-Egern, sind wir angekommen, das werden wir auch weitermachen, das ist unsere große Leidenschaft. Darüber hinaus die Idee nochmal etwas völlig Neues zu erschaffen. Und ich selbst komme aus einem, ja, eher aus einer Bauernhof- oder Hofwelt, wo ich mit meinem Großvater schon im Wald und mit den Tieren unterwegs war, und das war immer eine Leidenschaft von mir. Und dann habe ich irgendwann die Chance gehabt, das hier erstmal partiell zu erwerben. Es war ein völlig runtergekommenes Hotel, das muss man leider Gottes wirklich sagen, mit kaputtem Dach, mit teilweise nicht mal einer vernünftigen Warmwasserversorgung. Und da ist die Idee geboren, ein Resort zu entwickeln, im ersten Schritt, aber aus dem Resort-Gedanken, der sehr ökonomisch und zeitgeistig klingt, ist die Idee geworden, nein, wir müssen es runtertransportieren, wir müssen hier wieder in die Welt, wo man Boden spürt, wo man Boden riecht, wo man Heimat wahrnimmt, und das touristisch umzusetzen, in eine mit einem luxuriösen Anspruch trotzdem auf dem Boden zu bleiben, das ist der Leidenschaft entsprungen. Ja, also das Interview breche ich jetzt an der Stelle erstmal ab. Ihr schaut am besten mal bei Facebook vorbei, bei Monaco Deluxe. Ich verlinke euch das unten in die Infobox, denn das Interview geht gleich noch weiter. Und schaut euch den zweiten Teil auf jeden Fall an, weil hier auf YouTube muss immer alles so kurz sein, weil ihr so schnell immer wegklickt. Deswegen klickt weiter auf Facebook bei Monaco Deluxe. Und wenn ihr schon da seid, dann klickt einfach auf Gefällt mir, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr. Und jetzt gleich kommt mein Fazit über meinen Aufenthalt hier, also bleibt dran. Wie immer, am Ende meiner Videos kommt mein Fazit, und hier ist es einfach wirklich was Besonderes. Also ich sage es halt nur noch, weil ich habe einfach das Glück, dank euch, weil ihr mir auch so fleißig zuschaut und abonniert und liked, also dranbleiben, immer so tolle Sachen vorstellen zu dürfen, und diese Chalets sind echt was Tolles. Also ich bin ja wirklich ein Fan von individuellem, von stylischen, aber auch Regionalität finde ich wichtig, und hier hat man wirklich das wunderschön kombiniert, hochwertigst umgesetzt, und trotzdem, ihr habt es gesehen, die Eigentümer, die sind einfach unheimlich sympathisch, freundlich und nah am Gast. Das ist schon eine ganz seltene Kombination, und deswegen Daumen hoch, es ist super gewesen hier. Hier drauf klicken, abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord, und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte, klickt einfach mal durch, und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.